Schon klar, Aufklärung, da denken die meisten von euch an ein ganz bestimmtes Thema. Aber ich muss euch enttäuschen, darum kümmern wir uns in diesem Video nicht. Bei uns geht es um die geistige Bewegung der Aufklärung. Anhand ihrer 5 Top-Ideen erkläre ich, wieso die Aufklärung Aufklärung heißt, was sie will, welche Menschen sie tragen und wie sie sich auswirkt. Eben alles, was du wissen musst. Im Video über die Renaissance und den Humanismus habe ich euch erklärt, dass die Gelehrten und Künstler im 17. Jahrhundert anfangen, die Welt neu zu entdecken. Die Wissenschaften entstehen und die Humanisten wollen die Menschen erziehen und bilden. Immer mehr Leute nehmen die Welterklärungen der Kirche nicht mehr so einfach hin, sondern sie machen sich Gedanken über die Welt. Sie wollen rational, also mit der Vernunft, entdecken und erklären, wieso etwas so ist, wie es ist. Also, es geht um Vernunft. Und da die Aufklärer das dunkle Mittelalter mit der Strahlkraft der Vernunft erhellen wollen, erklären wollen, spricht man von der Aufklärung oder auch von dem Zeitalter der Vernunft. Und damit sind wir schon bei der Top-Idee Nummer 1, nämlich Nachdenken. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant beschreibt die Aufklärung so: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Klar, die Sprache ist so ein bisschen altertümlich, altbacken, aber wenn man es moderner sagen will, dann hat das heute auch noch Power. Nämlich, hör auf, alles hinzunehmen und blind zu glauben, was der Staat, die Kirche, die Lehrer, was die alle dir sagen, und denk selbst nach. Das ist die Grundvoraussetzung für alles. Natürlich ist es bequem, wenn man das macht, was einem von oben gesagt wird. Und man muss sich nicht mit den Oberen, den Eltern, den Lehrern, dem Pfarrer, dem König, wem auch immer anlegen. Aber ist es auch richtig, was einem so gesagt wird? Stimmt das denn? Und der Gedanke bringt uns direkt zur zweiten Top-Idee der Aufklärung. Beweisen statt glauben. In den Naturwissenschaften waren die Menschen ja schon länger unterwegs. Und zwar so, dass sie die Erklärung der Kirche nicht mehr hinnehmen wollten. Die Aufklärer, die fordern, dass man Behauptungen beweist, sodass man sie vernünftig verstehen kann. Ein Beispiel. Sagt der Papst, die Sonne dreht sich um die Erde. Sagt der Aufklärer, woher weißt du das? Wie können wir überprüfen, dass das stimmt? Sagt der Papst, das musst du nicht überprüfen, das wissen wir, weil Gott das so gesagt hat. Sagt der Aufklärer, Gott, dann beweis mal bitte, dass es den überhaupt gibt. Also, ihr seht schon, es geht nicht nur um Religion, sondern es geht damit verbunden auch um Politik, es geht um den Staat. Bisher regieren Fürsten und Könige mit der Begründung, dass Gott sie dafür auserwählt hat. Die Gesellschaft ist, wie sie ist, und jeder Mensch muss seinen vorbestimmten Platz einnehmen, auf welchem Platz er auch geboren wurde, als Herrscher oder als Diener. Und hier kommt die Top-Idee Nummer 3 der Aufklärung ins Spiel. Die Menschenrechte. Alle Menschen sind geboren, nur um ein paar wenigen zu gehorchen? Naja, jahrhundertelang hat man das geglaubt, hat man das hingenommen. Jetzt sagen die Aufklärer, niemand ist dazu geboren, untertan zu sein, keiner ist dazu geboren, über andere zu herrschen. Jeder Mensch ist zunächst einmal als freier Mensch geboren und er hat die gleichen Rechte wie alle anderen. Niemand darf ihm diese Rechte wegnehmen. Das hat natürlich eine ganz enorme Auswirkung auf die Königtümer und die Feudalherrschaften, die Adelsherrschaften, die es in Europa gibt. Die haben mit ihren Untertanen mehr oder weniger gemacht, was sie wollten. Aber die Aufklärer, die fordern, dass eine Regierung die Rechte jedes Einzelnen schützen muss und dafür sorgen muss, dass der Mensch möglichst gut leben kann. Aber dafür braucht man einen neuen Staatsaufbau, eine neue Verfassung. Und damit wären wir auch schon bei der vierten Top-Idee. Gewaltenteilung statt Alleinherrschaft. Die Macht soll verteilt werden. Der Herrscher darf ruhig herrschen, also dafür sorgen, dass die Leute sich an die Gesetze halten, aber er soll die Gesetze nicht auch noch machen. Denn dann macht er Gesetze, die ihm passen, und er zwingt alle anderen zu gehorchen. Deshalb meinen die Aufklärer, es ist besser, wenn die Gesetze ein Ausschuss von Leuten beschließt, die überlegen, welche Regeln für alle gut sind. Und wenn es Streit gibt, was ein Gesetz genau verbietet oder erlaubt, oder wenn die Regierung irgendwas bestimmt und man damit unzufrieden ist, dann soll ein Gericht entscheiden, wer Recht hat. Nicht der König, nicht die Regierung entscheidet, sondern ein unabhängiges Gericht. Drei Gewalten, so nennt man diese Säulen eines Staates. Die Regierung, die ausführende Gewalt, das Parlament oder die Volksvertretung, das ist die gesetzgebende Gewalt, und die Gerichte, die richterliche Gewalt.
Alle drei müssen voneinander unabhängig sein und sich gegenseitig kontrollieren. Denn den Aufklärern ist auch klar, dass Menschen, die Macht bekommen, dazu neigen, diese Macht zu missbrauchen. Eine der wichtigsten Regeln ist die Top-Idee der Aufklärung Nummer 5. Die Glaubensfreiheit. Die Aufklärer zweifeln an der Religion. Die meisten zweifeln zwar nicht daran, dass es einen Gott gibt, aber sie zweifeln an dem, was die Menschen aus dem Glauben machen. Schon innerhalb des Christentums gibt es ja auch heute noch verschiedene Meinungen. Katholiken und Protestanten haben sogar so heftig über Dinge gestritten, dass es zu fürchterlichen Kriegen kam, wie zum Beispiel dem 30-jährigen Krieg. Die Aufklärer sagen jetzt, man kann nicht nachprüfen, ob die Katholiken recht haben oder die Protestanten. Man kann nicht einmal nachprüfen, ob die Christen oder die Muslime recht haben. Und deswegen sollte man religiöse Toleranz üben. Es ist egal, was man glaubt, Hauptsache man hält sich an die Gesetze. Der Staat ist also wichtiger als die Kirche. Die Vernunft ist wichtiger als der Glauben. Und deshalb herrscht in modernen Staaten auch Glaubensfreiheit. Der Staat behandelt seine Bürger gleich, egal welcher Religion sie angehören. Und auch die Menschen untereinander sind religiös tolerant und lassen Andersgläubigen ihre Meinung. Dass die Religion und damit auch die Kirche immer weniger Einfluss haben, das nennt man den Prozess der Säkularisierung. Das sind die 5 Top-Ideen der Aufklärung. Glaubensfreiheit, Gesellschaftsvertrag, Gewaltenteilung, Menschenrechte und Beweisen statt Glauben und den eigenen Verstand benutzen. Wenn wir uns die europäischen Länder der damaligen Zeit anschauen, dann erkennen wir schnell, dass die von den Idealen der Aufklärung mal mehr, mal weniger weit entfernt sind. In Preußen war beispielsweise die religiöse Toleranz verwirklicht. In England gab es ein Parlament, das die Gesetze erließ. Frankreich, immerhin das mächtigste Land Europas, war damals, was die Ideen der Aufklärung angeht, ziemlich rückständig. Und vielleicht war es deshalb auch reif für die Revolution. Aber das könnt ihr euch in dem Video dazu anschauen, findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. So, mit der Aufklärung war es das für diesen Moment. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Wir kümmern uns dann darum. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.